Zur 11. Handelsblatt-Jahrestagung kam die Private-Equity-Szene in München zusammen. Welche strukturellen Änderungen sind zu erwarten? Welche Wachstumsmärkte sind attraktiv? Diesen und anderen Fragen stellten sich die Teilnehmer der Tagung in diesem Jahr. Zur Tagung kommen Finanzinvestoren, Führungskräfte aus Unternehmen, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, aber auch Vertreter aus Beteiligungsgesellschaften. Ich bin der Einladung gerne gefolgt. Ich begrüße Sie natürlich auch namens der Bayerischen Staatsregierung recht herzlich hier in der Landeshauptstadt. Wir gehen von einem Wirtschaftswachstum von etwa 3% und mehr aus. Davon hätten wir Anfang des Jahres nicht so zu träumen gewagt. Ja, ich glaube, die HB-Konferenz ist, glaube ich, für Private Equity eine der Jahresereignisse, zu denen man sich gerne wieder sieht, interessante Gespräche führt. Ich glaube, einer der Kristallationspunkte im Kalender für jedes Jahr, und ich komme immer wieder gerne. Durch den Einsatz moderner Technik konnten die Teilnehmer ihre Meinung direkt äußern. So werden sekundenschnell Themen abgefragt und Meinungsbilder aus dem Plenum direkt sichtbar. Die Handelsblatt Private Equity Tagung ist für mich oder für die FAS AG die bedeutendste Veranstaltung für Private Equity in Deutschland. Von einem sehr attraktiven Teilnehmerfeld geprägt und wichtig, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Die Handelsblatt-Tagung hier in München ist der Event, eigentlich die Private-Equity-Konferenz, in der ich jetzt seit einigen Jahren, wie Sie sagen, teilnehme und in der man wirklich einen sehr guten Einblick bekommt, was geschieht im Private-Equity-Markt in Deutschland, aber auch grenzübergreifend. Wir sind der Meinung, dass sich hier die Szene trifft, die was bewegen will. Hier trifft man die relevanten Geschäftspartner. Hier werden, sagen wir mal, gute Themen inhaltlich gut aufbereitet. Networking wird in der Private-Equity-Szene großgeschrieben. In der Pause nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, die angesprochenen Themen in Gesprächen zu vertiefen und ihre Erfahrungen auszutauschen. Im Rahmen der Roundtable-Diskussionen erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, in kleiner Runde Themen wie Kofinanzierung, neue Risiken in der PE-Beteiligung und Verhandlungsmacht zu diskutieren. Mir ist wichtig der Dialog. Ich nehme viele Rückkopplungen, viel Feedback aus dieser Diskussion heraus. Und am Ende sehe ich mich allerdings auch in einer gewissen Verpflichtung, hier nicht nur mit einem Grußwort beizutragen, sondern dann auch die kommenden 12 Monate ein Stück weit daran zu arbeiten, dass sich die Bedingungen für Venture Capital, für Chancenkapital, für Wagniskapital in Deutschland verbessern. Ich glaube, so viel Flexibilität wie Finanzminister Fahn schon hier in Bayern gezeigt hat, was er doch mit Private Equity, mit den steuerlichen Möglichkeiten bieten will, haben wir von der Politik zumindest schon lange nicht mehr gesehen. Die Abendveranstaltung bietet noch einmal die Gelegenheit zu intensivem Networking und zum informellen Erfahrungsaustausch mit den Referenten und anderen Teilnehmern der Tagung. Die Handelsblatt-Jahrestagung, ein absoluter Pflichttermin der Private-Equity-Branche. Seien auch Sie dabei!